So, einen wunderschönen guten Abend erlaube ich mir zu wünschen. Und da haben wir auch schon Post vom guten Seki. Das habe ich gestern noch gemacht mit dem. Mit der Switch bin ich noch kurz reingedüst. Hab Dinge getan. Bin auf meine Farm. Und mir ist aufgefallen, ach, ich habe Seki nicht besucht. Wofür ich überhaupt gestartet bin. Ja, kennen wir, ne? Ne, Moment. Da sind bestimmt noch irgendwo jede Menge Pfeile. Wo sind sie da? Hier, oh ja. Da sind Pfeile, jede Menge Pfeile. 1000 Pfeile. So, gut. Wie viel Holz haben wir denn? Haben wir noch genügend für demnächst? Oh ja, 400 Quetsch. Und da könnte ich, ja, tatsächlich könnte ich noch ein bisschen was bauen. Was machen wir dann? Nee, Moment. Achso, ist ja voll. Jo. Gut. Ah, das ist richtig, richtig wenig geworden. Also, finde ich. Wieso ist denn das hier drin? Wieso habe ich denn die da reingetan? Wollte Tamala das haben in letzter Zeit mal? Ich glaube eher nicht. Ich habe sie ja nicht so oft angequatscht. Auch gut, Fell hätte sie gerne. Was ist denn hier schon wieder los? Aha. Was ist denn das? Ein Teppich? Dankeschön. Ich sah jetzt im ersten Moment aus wie eine Vase. Wird aber vermutlich ein Teppich sein, oder? Ach, knuffig. Das ist ja niedlich. So, warte mal, wie ist denn das? Kann man das färben oder ist das für immer so? Yep, ist für immer so. Nett. Das Bild sieht im ersten Moment wie ein Spiegel. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie. Das sollen Pilze sein, oder? Zumindest der. Obwohl, vielleicht auch Bäume. Ich war ja im ersten Moment dachte ich mir so, ach, oh, hast du eigentlich so positiv rumbekommen. Fast alles das geschafft, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich heute putzen, aber ja, ich habe eigentlich, nachdem ich nach Hause kam, nur auf der Couch rumgeflitzt. Dafür habe ich die Spülmaschine durchlaufen lassen. Das ist auch was wert. Ja, die Waschmaschine werde ich heute definitiv noch vollpacken, dass ich die morgen laufen lassen kann. So. Dann werde ich halt morgen putzen. Das ist in Ordnung. Ich freue mich morgen auch schon ein bisschen auf Nielkas Stream. Weil ich die jetzt schon eine ganze Woche nicht gucken konnte. Das ist schon krass, ne? Normalerweise war das irgendwie so fest eingeplant über die über den WLAN kann man dann auch im Handy ein bisschen gucken oder so. Das ginge.
Das war schon immer menschlich morgens. Das ist halt jetzt vollkommen anders. Ach nee, Quatsch, hier. So, also nehmen wir mal die. Wenn man. Na wohl. So. Mal gucken. Wie sieht das aus? Was schmeißen wir denn noch rein? Schmeißen wir das rein. Ich glaube, es ist zwar gar kein Star, aber egal. Gut, das nehmen wir noch. Das nehmen wir, das nehmen wir. Ja, ich habe keine Festtagstorten, deswegen habe ich auch keinen Schnelldünger, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, weil so wahnsinnig schnell müsste das Zeug auch gar nicht wachsen. Ich habe eh keinen. Achso, Tomaten habe ich vergessen. Ich habe eigentlich keine Zeit, so schnell oft gucken zu gehen. Deswegen kann das ruhig von mir aus ganz langsam wachsen. Das ist gar kein Problem. Aber das nehmen wir hier. So. Ich bin ja die ganze Woche nicht zu Dinkum gekommen. Aber Palworld habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Und damit ich da nicht völlig rauskomme, wollte ich das dann jetzt am Wochenende, also am Samstag, mal machen. Und danach wollte ich mit Future zusammen mal nochmal spielen. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Überlässt es mir ja ständig. Der ist ja herzensgut, der Gute. Der überlässt mir dann ständig, was wir denn spielen. Aber ich bin echt nicht. Weiß echt nicht, was wir zocken sollen. So, einerseits möchte ich natürlich gerne Dinkum spielen, andererseits will ich ihn auch nicht unbedingt spoilern. Also, ich bin ja schon so, ne? Ich möchte ein bisschen so heimlich arbeiten, damit dann nachher der Oh und Ah Effekt dann halt so richtig krass wird. Aber andererseits, er hilft ja auch mehr, ne? Das wäre dann vielleicht auch eine gute Sache, dass er mir dabei hilft. Aber ist hier noch ein bisschen was drin? Nö, da ist nichts drin. Scheibenkleister, das reicht aber nicht für den Baum. Haben wir nämlich noch ein bisschen Fleisch für da rein? Mann, die stehen doch auch auf Süßkram. Also eigentlich stehen die auf Süßkram, um den Beschleunigungsdünger zu machen. Wenn ich aber Fleisch reinschmeiße, dann macht er den Vervielfältigungsdünger. Okay. In einer Stunde wäre er fertig. Bis dahin sind die Äpfel aber bestimmt schon reif. Ach, was soll's. Gehen wir halt an die eiserne Reserve. Hier ist die eiserne Reserve. Nee, warte. Zuerst andere. Zum Vögelchen. Grünes Bonbon-Ei. So, noch hier eins so dazwischen. Mal da noch was Lilanes dazu packen? Nö, eigentlich nicht, ne? Hier hinten sieht's ja eh kein Mensch. Hier ist ein bisschen voll. Andererseits.
Okay, die habe ich jetzt gleich hingesetzt. Warte mal, kann ich die nochmal aufheben? Ja. So ein bisschen reindrücken, dass die Degen anders aussieht. Also, kann ja gleich rüber. Mal gucken, was wir für eine Saat bekommen. Die Kinder spielen im Garten und trampeln durch die Saaten. Ja, ich muss gestehen, ich würde ja doch gern die Quest mal ein bisschen vorantreiben. Hätte ich denn hier eine Eichel kurz vor Vollendigung? Irgendein Baum? Eine Eiche? Nö, ne? Das ist das. Die haben mir auch gar nicht so gefallen, die Eichen. Deswegen habe ich keine. Ne? Ich fand die anderen natürlich um einiges hübscher. Habe ich auch hier in der Mitte keine rumstehen? Ne, das sind alles nur Birken. Und die Wacholderbäumchen. Tatsächlich, ich habe gar keine Eiche, keine einzige. Okay. Habe ich den rausgenommen? Die benutze ich doch gerne. Also zumindest um die Chabas Platz zu machen. Achso, nee, die habe ich mal kurz hier runtergezogen damit. Ja, okay. So, dich schmeiße ich raus. Und dich werde ich jetzt gleich sähen. Wohin? Da ist bestimmt wieder so ein Fenster dran, oder? Nee, so eine Treppe. Tür, nicht.
Gut. Hier hatte ich die ganzen anderen Bäumchen hingestellt. Die scheinen irgendwie 2 Tage zum Wachsen zu brauchen, kann das sein? Sind aber alle gleich groß. Also die aus gegossen wurden. Die anderen wurden ja nicht gegossen. Ich habe hier so eins über das andere. Ach, guck mal da. Na, Bent. Schicke Klamotte. Lila Haare. Schick, schick. Schicke Klamotte. So, ist das hier eigentlich fertig? Ja. Das sieht sogar ein Ticken lila aus, wenn es von unten so ein bisschen angeleuchtet ist, ne? So ein bisschen zumindest. Also wenn man die Lampen irgendwie strategisch hinstellen würde, würde es vielleicht auch lila aussehen. Hab ich noch so einen Korallennachttischlampe oder wie das Ding heißt? Ich glaube eher nicht, die habe ich bestimmt überall verteilt. Denn die Teile? Ich weiß es nicht. Na? So, Nachttischlampe. Eher so klein gedöns hier hinten, ne? Na? Bah. Das scrollt nicht gescheit. Die ist, glaube ich, im Original blau. Also was? Da gehen wir mal schnell so durch. Das Ding. Mondsucht Tischleuchte. Die ist gar nicht blau. Huch! Die ist ja gar nicht blau. So, warte mal. Gehen wir mal gucken, dass wir das Ding blau kriegen. Obwohl, ich kann sie, glaube ich, auch lila machen. Aber dann leuchtet sie nicht so gut. Hä? Also doch blau im Original. Hä? Ja, okay, okay. Okay, dann stelle ich die mal so hin. Okay, die leuchtet irgendwie ein bisschen. Ja, aber... weiß nicht. So richtig geil leuchtet sie ja natürlich nicht, ne? So. Geht. Ah, witzig. Wenn man da durchläuft, sieht's aus, als würde es Blätter verlieren. Achso, warte mal, ich wollte ja die Teppiche mal austesten vor ewigen Zeiten. Vor ewig und 3 Tage. Dieser dreieckige Teppich, da wollte ich testen, ob der überhaupt an die Eingangstür geht. Das habe ich
völlig vergessen, weil es jetzt auch nicht so richtig dringend war. Ist halt ein Teppich, ne? Ach, wo ist denn jetzt das doofe Ding? Dreieckig, dreieckig, dreieckig. Dreieckig. Nicht zu verwechseln mit dreckig. Dreieckig. Wo ist denn das Teil? Das Ding ist es, glaube ich, ne? So, probieren wir mal kurz, ob das überhaupt noch geht. Also, damals ging es einzeln, aber mittlerweile... Ja, da stehen ja die Lampen. Warte mal. Stellen wir mal kurz weg. Nö. So geht denn das nicht? Wäre doch Platz. Donnerkiesel. Wäre. Nee. Warum geht denn das jetzt nicht? Da ist doch gar nichts. Wo ist denn da jetzt bitte schön das Problem? Hm? Okay. Gut, keine Ahnung. Das haben sie anscheinend geändert, oder was? Vorher habe ich das wenigstens mal da hinstellen können. Hm, Käse. Das ist so jetzt wie mit den Bäumen. Die würde ich jetzt nie wieder so hinstellen können, wie ich sie auf dem anderen Plot hingestellt habe, weil die dann jetzt zu eng stünden. Das wäre dann nicht machbar. Interessant wäre es natürlich, wenn ich die jetzt komplett gießen würde, wie das aussieht, weil das wäre dann einzigartig, aber das ist auch einzigartig und ich finde das eigentlich ganz nett, so wie es aussieht, ne? So schmal, dünn, niedrig, okay, es ist natürlich hier alles super eng und diese Gießaufforderungen hier hinten dran, die sind ein bisschen lästig. Und wenn ich die Kamera drehe, ist es halt, ja, ne? Ja, alles klar. Ja, aber wie gesagt, ich könnte sie nie wieder so hinstellen, wie sie jetzt stehen. Also lasse ich es einfach. Einfach die Finger weglassen. Einfach mal die Pfote weglassen. So. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt. Hat sie irgendwas gefragt? Nö, ne? Wunschlos glücklich. Apropos wunschlos glücklich. Was? Oh! Hättet ihr denn gerne? Edle Pfeile, Palium, ne, plötzlich Strömungsholz, nicht Palium-Holz. Den habe ich gerade eben verkauft, oder was? Habe ich den nicht mehr in der Tasche? Dort sagt, den habe ich ja, den habe ich verscherbelt. So, nee, da ist nichts, was ich geben könnte. Eine edle Pfeile, jo, aber. Nö. Nö. Und ich selber kann nichts anfragen, weil ich gerade eben erst angenommen habe. So. Ich glaube, sie hat eventuell den Eindruck, dass ich davonlauf. Das kann gut sein. So. Nochmal 8 Stück. Das reicht. Das mal rausschmeißen und ansonsten hätte ich schon wieder nichts zu tun, ne?
Ja, was habe ich denn? Was habe ich denn? Was habe ich denn? Fische fangen oder keine Lust? Insekten fangen? Nee. Okay, Düngen ist hier sowieso abgehakt. Magische Kreaturen. Ach, ich weiß nicht, vielleicht. Mal gucken. Edelmetall. So richtig motiviert bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Halt zum Bierer anquatschen gehen. Jo, aber das war's dann auch gerade. So. Sie tippt ja über die Switch, so wie ich das verstanden habe. Und nicht über die Switch, die man in den Dock stecken kann für den Bildschirm, sondern die Handheld, also die ausschließliche Handheld-Version. Ich weiß allerdings nicht, wie die heißt. Switch Pro? Heißt das Ding Pro? Weiß es jetzt gar nicht. Hat ja auch ein Touchscreen, so wie ich das verstanden habe, aber schieß mich tot. Jetzt nicht mein Leben drauf verwenden. Okay, sie antwortet entweder nicht oder. Wie gesagt, das Tippen ist da ein bisschen langatmig. Aber wenn ich jetzt vom Plot gehe, schmeißt sie ja auf ihre eigene Farm und dann kann sie auch nicht antworten. Ah, keine Ahnung. Ist auch noch ein bisschen planlos. Ja, das ist, wenn man keine Quests mehr hat, ne? Also ich finde das ehrlich gesagt schon schwierig. So die eigene Motivation zu finden, ist ein wundervolles Spiel. Und wenn ich jetzt zu Bira nicht an Schmusen gehen könnte, wüsste ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich tun soll. Ich meine, Hodari, den habe ich ja auch ein bisschen am Wickel, ja, aber es ist. Ja. Hodari ist da wie. Ticken. Hinter einer zurückstehend, ja doch. Einer ist mir da doch wichtiger als Hodari. Hodari ist aber trotzdem putzig. Macht schon Spaß, mit dem zu reden, ne? Wenn er so niedlich schüchtern reagiert. Also sehr bezaubernd. Einer ist ja mittlerweile, obwohl er sozusagen von mir beackert wird, regelmäßig, würde ich doch dann glattweg behaupten, hat er doch auch immer dieselben Texte, ne? Also da ist ja er sogar gesprächiger, vielseitiger. Ja, du wächst mir ans Herz. Willst jetzt was kaufen oder nicht? Nur gucken ist in diesem Geschäft strengstens verboten. Rev meint, du kochst mittlerweile so gut, dass er sich bald vielleicht einen Job suchen muss. Falls du mal Kochzutaten brauchst, ich habe eine große Auswahl an Kochzubehör. Aber Sachen wie Mehl oder Milch, die man sonst nirgendwo bekommt. Monopol. Mir geht langsam die Seide aus. Jill kauft mir ständig das Lager leer. Für wen schneidet er denn? Die ganze Aquindo-Königsfamilie oder was? Die müssen sich ja erst noch was überlegen, ne? Bevor sie Ormus und Pekis bringen, müssen sie sich ja erst mal überlegen, was sie machen, damit der gute Seki immer noch ein Monopol hat. Vielleicht ist Futter für die Viecher, ne? Das kann ja sein. Das könnte man vielleicht eventuell dann auch selber machen durch Mehl, Mais und so. Ja. Aber irgendwie muss er ja doch, ne, schließlich im Geschäft bleiben. Du wieder. Sieht aus, als hättest du mir etwas zu sagen. Ich bin wirklich froh, dass wir uns getroffen haben. Wo? Hast du mir was zu sagen? Ich würde zu gern diesen Bizeps. Nein, ich habe mich gefragt, ob du später Zeit hast. Nö, nicht wirklich.
Hast du mir... Nö. Ich bin wirklich froh, dass wir uns getroffen haben. Aber ich auch. Hätte nicht erwartet, dass wir uns jemals so nahe kommen würden. Was verstehst du denn da? In den Minen kann es echt dunkel werden, also nehme ich gerne ein paar Glühwürmchen in einem Glas mit. Eine billige, aber gute Lichtquelle. Mhm. Ah, ich wünsche dir viel Glück. Ich glaube allerdings nicht an Glück. Ach, hallo, Badru. Ah, gut dich zu sehen. Sei keine Pflaume, reden wir mal über Landwirtschaft. Ich krieg immer Kopfschmerzen, wenn ich den ganzen Tag Getreide gedroschen habe. Ich nenne sie immer meine Klopfschmerzen. Erzähl das bitte nicht überall rum, aber die Leila macht sich in letzter Zeit Sorgen, ob wir den Dünger noch uns leisten können. Wenn wir nicht bald genug zusammensparen können, wird unsere Ernte dieses Jahr suboptimal. Ich persönlich hätte sie lieber optimal. Was für einen Dünger hättest du denn gerne? Oh, Wasserdünger, okay. Feuchtigkeitsdünger. Ich bin mir nicht sicher. Ist das der, den ich bei Seki kaufen kann? Nee, ich weiß es jetzt nicht. Und ein K kaufen wird es jetzt auch nicht richten. Ne? Also wenn sie dann sagen würden, ja, bitte bring 10 oder so. Oh, ich bin glücklich, dich zu sehen. Geht es dir gut? Hoffentlich hast du gute Nachrichten mitgebracht. Nö. Mich habe ich mitgebracht. Ich schätze deine Geschenke wirklich. Aber ich fürchte, ich habe nur sehr wenig, was ich zurückgeben kann. Ich brauche nichts. Ich bin Großgrundbesitzer. Ich bevorzuge das geheime Händchenhalten hinter dem Gasthaus. Oh, süß. Alles, was ich brauche, ist deine Gesellschaft. Ich nehme Komplimente an. Ich liebe lokale Blumen. Das stimmt, aber nur zum Verarbeiten. Alles, was ich brauche, ist deine Gesellschaft. Oh, ich bin ziemlich beschäftigt mit dieser Untersuchung, aber ich nehme an, ich könnte etwas gemeinsame Zeit mit dir einplanen. Natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Du hast meine Neugierde geweckt. Ah, ich habe an unsere gemeinsame Zeit des Arbeitens gedacht. Wie kann ich helfen? Als Wächterin hatte ich die Gelegenheit, viele verschiedene Teile der Republik zu besuchen. Es macht mich stolz, dass 13 sehr unterschiedliche Regionen trotz der Unterschiede, die uns trennen, geeint und friedlich bleiben können. Außer wenn es um Rundball geht. Ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich verstehen werde, wie scheinbar vernünftige Menschen, also Palianer, wegen eines Kinderspielzeugs aus Gummi so ausrasten können. Ja, das ist, da lassen sie so richtig die Emotionen, ne? Da lassen sie so richtig die Emotionen freien Lauf. Also sagen Sie mal so, die Emotionen im Positiven sind nicht die Trottel, die anfangen, sich gegenseitig zu verdreschen und so, ne? Also diese schwachköpfigen Hooligans, die nur auf ein Fußballspiel gehen, damit sie sich mit anderen Leuten prügeln können. Aber sich nicht wirklich für den Sport interessieren. Wie schön, dass du vorbeigekommen bist. Oh, Sally, brauchst du was? Ah, nur deine Nähe. Du kannst jederzeit vorbeikommen, Schatz. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Hm? Könntest du mir ein paar Kernholzbretter mitbringen, wenn du Bäume fällen gehst? Schon bitter. Ja gut, ich meine, sie ist Tischlerin, okay. Ich arbeite schon eine Weile an dieser neuen rustikalen Möbelgarnitur, aber Raph und ich beschaffen es nicht, alles dafür zusammenzutragen. Hm? Oh, du bist alles, wovon ich geträumt habe. Habe ich doch jetzt Kernholzbretter diese Woche schon abgegeben? Geben, oder? Nee. Okay, gut, letzte Woche war es, ne? Letzte Woche war es definitiv. Also eine grüne Perle hätte sie gerne. Das kriege ich eigentlich diese Woche noch hin. Ihm habe ich auch noch gar nichts geschenkt. Aber ich glaube, ich kann hier... Huch. Oh, mein Herz flattert. Kann ich dir ein paar neue Möbel... Kann ich dich für ein paar neue Möbelstücke begeistern? Nö. Da ist Seide.
Da bin ich jetzt auch zu faul, jetzt extra zu mir nach Hause zu laufen. Der ist... Ja, er ist doch da. Guck mal. Ja, da ist mehr am Leben als noch zu arbeiten. Je mehr du ausgibst, desto mehr bekommst du wieder. Glaub mir, so funktioniert die Welt normal. Ah, das ist aber schön. Ich wette, ich könnte ein hübsches Schmuckstück draus machen. Vielen Dank. Dankeschön für den Besuch, Kumpel. Das hängt schön hoch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn wir die Lampe irgendwo hinhängen, hängt die verdächtig tief. Bin mir da jetzt unschlüssig. Ihr Leute. Was? Liefhopper? Achso, die jagen Insekten. Ich habe erst 36 Minuten und habe schon alles eigentlich abgehakt. Was wünschst du? Im Gegensatz zu anderen Galdors habe ich keine Erinnerung daran, wie es hier früher war, da ich Jahrtausende im Lager des überschüssigen Gegenstände verbracht habe. Dann werde ich wohl meine Vorstellungskraft einsetzen müssen. Vielleicht war dieser Ort einst eine große Fabrik, in der glänzende Steinchen hergestellt wurden. Wie findest du es? Mit allen drei Vorschlägen war sie jetzt nicht so begeistert, ne? Ein großer Palast. Ein Palast? Für wen? Wozu würden Menschen einen Herrscher brauchen, wenn sie die Galdors hatten, um Entscheidungen für sie zu treffen? Ist es das, was du die ganze Zeit für Gina tust? Entscheidungen für sie zu treffen? Ich glaube, deswegen sind nicht so begeistert manchmal, ne? Oh, ich hatte so gehofft, mit dir zu reden. Oh, hey. Es geht doch nichts über etwas Selbstgekochtes von Mama, nachdem man den ganzen Tag die Post ausgetragen hat. Sie kocht einfach am besten. Und jeder fragt sie nach Kochtipps, sogar Rev manchmal. Ich hoffe, Nayo hat nicht alles aufgegessen. Er sagt immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wie er so grimmig guckt. Es sieht ein bisschen aus, als hätte er hier so eine Schramme, oder? Ich suche nach einer Auster als Geschenk für meine Mama, weil in Austern ja manchmal Perlen stecken. Wenn du mir eine bringen könntest, wäre es echt toll. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig, weil ich habe meine Auster meistens selber schon geknackt. Okay, ich kann mir auch keine wünschen. Mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. Schön, dass du wieder hier bist. Ich habe unsere Plaudereien vermisst. Badru kümmert sich heute um das Abendessen. Ich muss mich auf die Marmelade konzentrieren, wenn ich genug davon für das Fest machen will. Badru meinte, dass er in letzter Zeit mal wieder richtig Lust auf Regenbogenforelle habe. Leider weiß ich nicht, wo man den Fisch findet. Regenbogenforelle. Also Forelle generell Fluss? Aber mit welchem Köder... Hört man mit ganz normalen Würmern tippen, aber ja. Vor allen Dingen, wie sieht denn der überhaupt aus? Regenbogenforelle. Nee, das ist der Cutthroat. Das ist Silberlachs. Platinbarsch hatte ich eben schon mal am Wickel. Das ist die Prismaforelle. Blaufuß und Thunfisch. Boah, was weiß ich. Streifenströmer, Flecken.
Ich hab keine Ahnung. Regenbogenforelle. Ah, okay, der. Ach, ohne Köder. Achso, jetzt habe ich vergessen zu gucken, zu welcher Uhrzeit. Oh, das könnte einer sein. Oder? Nee, Silberlachs. Gottchen. So, der Future hat letztens von hier aus sogar darüber angeln können. Okay, ich nicht. Nee. Krieg ich nicht hin. Bin ich nicht nah genug. Das war auch ganz knapp, ne? Knirks. Ach, das ist dieser komische Nasen-Zeigwels, der so angeditzt aussieht. Was? The Howstopper? How? Nee, the Showstopper. Okay, das ist was anderes. Doch, die Regenbogenforelle. Hat aber sehr hübsch eben ausgesehen. Ich dachte schon, das wäre irgendwas ganz anderes. Will jetzt die Leila den oder soll ich den Badru bringen? Den soll ich Badru bringen? Ah, okay. Hast du Zeit für eine enge 5? Warum geschenkt das so nett? Ich wünschte mir, würde ein Wortspiel einfallen, aber da schenke ich mir mal. Nenn mich eine Rübe, weil ich für dich wurzle. Ich stippe für dich, also ich. Ich setze mich für dich ein, oder wie ich. Das ist halt ein Wortspiel, das kann sie nicht gescheit übersetzen. So, also hier ist nix. Ich renne mal in die Richtung für den Chopper. Für das Choppernest. Die hat über die Kante Linz. Das ist so cool. So, da unten scheint das Schabber. Oh Gott, was ist denn hier los? Haben wir mal schwer hier am
am Rumstehen hier. Da hinten, die erwische ich nicht beide. Ne, der hat einen guten Schlenker eben gemacht. Ah ne, das war verzogen. Was macht denn da unten immer so ein Geräusch, ey? So, schnappe erstmal den da. Oh, du bist ja richtig hübsch am Leuchten heute. Da konnte ich jetzt nicht widerstehen. Richtig provozierend hübsch am Leuchten. Sag mal. Wäre ja für Tamala ganz gut geeignet, wenn sie den einen haben wollte. Aber sie will Pelz auf jeden Fall. Den habe ich ja jetzt. Ah, jetzt habe ich mal ein bisschen Pepanthen in die Augen geschmiert, ich Idiot. Ach Gott. Doof, wenn man doof ist. Oh, der ist gar nicht weggelaufen. Das ist ja mal ein fetter Baum, ne? Also wenn der so auf einem eigenen Plot wäre, krass. So. Wie schon du eigentlich für eine? Ich habe ihn nicht gesehen. Jedenfalls nicht gescheit. Ich sehe keine Viecher. Das kann aber auch wegen der merkwürdigen Sonneneinstrahlung hier sein. Also, Mond. Sehe ich keine. Obwohl da hinten könnte einer hocken, aber das ist so weit weg. Ja, das ist doch bei mir jetzt so in die Walachei geschossen. Okay, der wollte das so. Tja.
Der hatte mit dem Leben abgeschlossen. So. Okay. Das war jetzt... Das war jetzt bei Eloisas Haus im Hinterhof. Und mit dir habe ich auch schon länger nicht mehr gesprochen. Oh, komm jederzeit bei mir vor Büro vorbei. Wann habe ich das letzte Mal Urlaub genommen? Das muss vor Kenyattas Geburt gewesen sein. Ich würde mir ja öfter Urlaub gönnen, aber Esche würde das nie erlauben. Wenn sie sich keine Pause gönnt, warum sollte sie dann mir eine gönnen? Ehrlich gesagt habe ich sowieso viel zu viel Angst, um eine zu bitten. Seit wir unseren Koch Enzo entlassen mussten, versuche ich das Abendessen selbst zu kochen. Esche hat mich offiziell aus unserer Küche verbannt. Wie soll ich jetzt einen Mujin Bahari bekommen? Bist du da sicher, dass du nichts anderes brauchst? Jo. Ach ja. Hey Leute, ich freue mich aufs Bett. So. Ach, die ist ja noch da vorne. Das ist ja sehr praktisch, bevor der Grove kommt. Die flammenden Wälder. Chinwag? Chinwag? Also ein Kinnstreichler, Zupfer oder so. Ich weiß gar nicht, gibt's. Wenn man jemanden am Kinn tätschelt oder so, ne? Wonach suchst du denn? Ich frage mich immer, wie viele andere Welten es da oben in den Sternen wohl geben mag. Ich meine, wenn es Gemalkin gibt, wer weiß, welche andere Zivilisation wir in den Sternen finden können. Ganz zu schweigen davon, welche Macht diese Geschöpfe besitzen könnten. Wenn dir ein Kartentausendfüßler über den Weg krabbelt, könntest du ihn vielleicht für mich einfangen? Ich arbeite gerade an einem besonderen Gebräu, für den ich genau diese Zutat brauche. Nö. Du gespellt. Ah, und darauf hatte ich schon länger in mein Auge geworfen. Woher wusstest du das? Weil du es mir gesagt hast. Also, was heißt gesagt? Es war in der Auflistung noch, weil... Ja. Ich hab's mir nicht wirklich gemerkt. So, hier ist nix. Da ist ein Blümchen. Ach Gott, da ist ja noch eins. Blind. Okay, gleich ist es. Mitternacht. Oh, da ist noch eins. Geil. Und noch eins. Ich hab eine Serie. Da unten sind auch noch welche. Geil. Okay. Das ist in die Richtung. Oh. Stadu Garden. Also richtig. Richtig weit weg. Stadu Garden.
Okay, vielleicht auch doch nicht. Nee. Scheint. Da ist es. Oh je, nee, das ist doch wird nichts. Nee. Ach, shit. So. So. Da ist er. Die versprochene Besondere. Die immer an dem Grove auftauchen sollen, angeblich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist jetzt nicht viel. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Haben wir da unten noch irgendwas übersehen? Nö, ne? Komm. Dich noch weg. Dich noch weg. Vielleicht kommt ja noch was Interessantes. Die Kleinen wurden gar nicht weggebolzt. Das ist ja nett. Still coming. Boss. Baroness of Halton. So. Braucht schon seit 2 Minuten. Also entweder mit der Orientierung oder noch ganz klein am Anfang, dass man nicht Geld genug hat, um zu beamen. Ne? Kenne ich irgendwoher. Ist lang her. Aber mittlerweile macht man das ja hier. Zack, zack. Okay. Pinkisch, hellblau. Nett. Hat die Gitter dabei? Ja. Die hat eine Laute, oder? Nee, was sind das? Ist das eine Gitter? Keine Ahnung, was ist das? Sieht schon mal cool aus. Mm-hmm.
Nehmen wir mal 2, 4, doch 5. Yay! Wie die Frösche. Na? So, jetzt. Oh Gott, nee. Autsch. Gottesanbieterin, die müsste ich eigentlich, ja, habe ich schon 2. Müsste ich eigentlich haben. Gottesanbieterin, das ist eine Flecken. Das ist die hier, ne? Garten Gottesanbieterin. Ja, gut, okay. Okay, okay. Ja, ich glaube, das Feuchtigkeitszeug ist bei Seki zu haben. Meine ich zumindest. Wäre ja ein bisschen merkwürdig, wenn es bei Badru selbst zu haben wäre, weil bei dem gibt es doch auch irgendeine Art von Dünger. Nee. Ah, okay, warte mal, warte mal. Dann könnte ich hier eigentlich das Fleisch reinschmeißen, oder? Jo, ist ja nicht so wahnsinnig viel. Ja, gut, lass mal so. Lass mal so. Und. Ach, bei mir tut jetzt die Wade weh und das heißt, ich werde nachher vielleicht mich noch um meinen Krempel hier kümmern, aber jetzt muss ich off, weil ja, langes Sitzen, wie gesagt, ne, in der Schulung sitzen, dann hier noch sitzen, das ist ein bisschen viel. Wünsch noch schon Dach.